Servusle, grüßt euch. Willkommen zurück bei Portal Knights mit eurem Voucher und mit dem Bobbesle. Aus gegebenem Anlass habe ich mir mal das Hummelkostüm jetzt gefarmt. Ich habe ja da in den Kommentaren mit Blacky the Sheep so ein bisschen drüber geredet, wie man da drankommt. Jetzt haben wir festgestellt, dass man auf der ersten Welt, Junkershügel, die Papageien töten muss. Ne? Das sind jetzt natürlich, jetzt ist dunkel, super, ich wollte es euch zeigen für diejenigen, die es nachfahren wollen. Auf dieser ersten Welt gibt es die grünen Papageien. Und die muss man einfach platt machen, und zwar alle. Hier, ne? Pass mal auf, ist mit dem Krieger ein bisschen holprig, weil der in der Luft schwebt. So, diese Papageien macht ihr einfach platt. Rezept für Hummelflügel. Seht ihr, jetzt habe ich sogar zufällig Glück gehabt. Also insgesamt habe ich gut anderthalb Stunden gebraucht, bis ich alle fünf Rezepte gehabt habe. Die droppen da nacheinander. Ne? Also ich habe irgendwie keins doppelt gehabt beim ersten Durchlauf. Die sind alle nacheinander schön gekommen. Erste Welt, wie gesagt, die Papageien. Ich habe mir das jetzt irgendwann so gemacht, weil es halt länger gedauert hat, dass ich die ganze Umgebung, hier seht ihr, hier sind fast keine Bäume mehr. Die waren immer so zwischen den Bäumen. Ne? Dann habe ich immer die Bäume gleich weggehackt, dass ich da schön hinkomme. So, wenn ich alle Papageien gehabt habe, bin ich einfach durch das Portal da hinten in eine andere Welt gesprungen und habe mich zurückgeportet. Dann waren die Mobs wieder da. Das kennt ihr ja, ne? So, und dann könnt ihr das hier im Prinzip ablaufen. Allerdings kosten, also es sind fünf Teile. Das komplette Kostüm zeig dich mal. Und diese Hummel, die ich meine, die heißt Bobbes. Genau, also fünf Teile und jedes Teil braucht allerdings einen Energiekristall. Ich wollte es nicht machen, aber Bobbesler hat dann drauf bestanden, ne? Sie wollte auch mal schick aussehen. So, jetzt haben wir einen Krieger, der aussieht wie eine Hummel mit einem fetten Stachel. Alles klar, ich mache eine kleine Webseite dazu, ne? Wie ich da vorgegangen bin. Da kann man sich auch nochmal kurz durchlesen und verlinkt es dann entsprechend hier unter dem Video. Und wir machen jetzt ganz normal im Takt weiter. Also Welt 1, alle Papageien, die grün sind, töten. Die Welt resetten, am besten hier durch so ein Portal. Ich bin halt hier nach dem Rundlauf immer wieder rausgekommen bei der Stelle. Ne? Hier durch. Wenn ihr eine große Welt habt, sind wahrscheinlich auch mehr Papageien drauf. Bei mir waren sie immer fünf Stück auf einer kleinen Welt, sowas, ne? So. Aber durch das, dass ich halt das Glück habe, dass ich recht schnell in die Welten reinspringen kann, bin ich dann hier einfach hin. Zack. Na? Ah ja, ihr seht, hier habe ich auch alles abgebaut, ne? Wir haben jetzt alles weg. Es ist jetzt alles an unserer Base. Also dann nach dem Durchgang hier wieder hinspringen. Und dann könnt ihr die nacheinander durchmachen. So habe ich die Teile gefarmt. Anderthalb Stunden hat es bei mir gedauert. Ich glaube, Leggy the Sheep hat nach anderthalb Stunden drei Rezepte gehabt. Also es ist unterschiedlich. Ich glaube, sie meinte 1-5% Drop-Chance. Also ist sehr gering. Hier seht ihr zum Beispiel gleich einen am Sprungbrettle hier. Und naja, da geht man halt durch, bis man sie alle Blatt hat. Smaragd-Papageien sind es auf jeden Fall, ne? So, also ich weiß noch, dass ich so um die 60 Eier hatte, weil jeder droppt ja so ein Ei. Um die 60 Eier hatte ich, als ich dann tatsächlich fertig war. So, was haben wir denn noch? Was haben wir heute noch vor, Leute? Jetzt habe ich das natürlich doppeltes Rezept, ist aber nicht so schlimm. Es sieht halt schon scharf aus, ne, hier. Kleines, dickbäuchiges Hummele. Ich find's gut. Alles klar, jetzt gehen wir mal noch eine Stufe weiterbauen. Ein bisschen Gold habe ich besorgt. Ich habe auch wieder Obsidian von der Abbauwelt besorgt. Und danach gehen wir auf Ork-Brüderschafts-Event und wir haben wieder grüne Steine. Ne? Ich habe wieder grüne Portalsteine, dann können wir da hinten eigentlich auch heute noch weitermachen. Ey, wir haben ja schon zum Boss das Portal geöffnet. Haben wir schon alle auf hier? Bin ich in der richtigen Welt? Jetzt bin ich gerade total überfordert. Ah, das ist gar nicht der. Ich dachte gerade, wie kann das sein? Da machen wir hier nämlich jetzt dann nachher schön weiter auf. Ne? Jetzt gehen wir aber erstmal in die Heimat. Gerade eben, das habe ich mich verklickt. Klassiker. Klassiker vom Voucher hat sich verklickt. Egal. Wir gehen jetzt aber auch gleich auf die Leinwand. Ich habe nochmal drei Bilder, die ich zeigen möchte. Wieder vom Marius. Marius hat wieder Bilder geschickt und zwar von derselben Welt. Innenräume. Wir sehen jetzt gleich seinen Thronsaal und wie es in der Pyramide aussieht. Wenn ich mich nicht wieder verklick, können wir das auch jeden Moment machen. So, Voucher, lass springen. Da guckt es an, Hummele. Ich find's gut. Ich find's gut. Ich lasse das jetzt alles klar, ne? Gut, ab und zu werden wir den Bergbauhelm anziehen müssen, wenn es dunkel ist, dass wir was sehen, aber prinzipiell wird sie die Staffel als Hummel beenden. So Leute, dann schauen wir uns das jetzt hier gleich mal an. Es ist gerade Nacht, das ist wunderbar. Da haben wir gesagt, hier mit F5 kann man das UI wegmachen. Gehen wir noch ein Stück zurück, ein bisschen. So, gerade mal den ganz kurzen Einblick hier in sein großes Lager. Diesmal ohne Schnipsen, das Ding geht jetzt auf Gedankenübertragung an. Sein großes Lager und den Thronsaal, das war das zweite Bild jetzt. Das ist sein Thronsaal. Also ich finde, er hat auch eine gute Vorliebe für schöne Blöcke. Und zu guter Letzt schauen wir jetzt noch in die Pyramide rein. Genau, so sieht es in der Pyramide aus. Auch wunderschön, finde ich. Sehr, sehr stylisch und harmonisch. So, die Homepage, jetzt können wir ausmachen. Die Homepage ist noch nicht ganz fertig, der Bereich für die Bilder, weil ich da verschiedene, wie heißen die Teile? Für verschiedene Widgets probiere gerade für die Galerie, die wir da einbauen. Das soll halt nachher so sein, dass wirklich jeder zu verschiedenen Spielen auch was hochladen kann und das Ganze übersichtlich und strukturiert ist, ne?
So, Bobbes. Wo baut man als erstes Mädel? Habe ich da oben noch was drin? Also hier seht ihr jetzt auch, hier habe ich tatsächlich ein bisschen Ordnung geschafft, ne? Hier haben wir jetzt tatsächlich überall Kisten drin. Es ist auch recht zügig eingeräumt gewesen hier. Und unten drunter sind so die Housing-Sachen drin. Hier habe ich mal die Haustiere, alte Waffen. Hier ist noch leer. Hier ist auch noch leer. Hier habe ich dann so, was weiß ich, ein paar Kappen, die wir so haben. Sachen, die ich nicht wusste. Hier haben wir dann halt unsere ganzen Quarze in allen Ausbaustufen und diese Stoffbeutel, so dass ein bisschen Ordnung drin ist, weißt du? Gerade ein bisschen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ich brauche ja eigentlich, möchte ich mit Bettung auch nochmal irgendwann was machen. Ne, wir gehen zum dunklen Turm. Das ist noch der, der am kleinsten ist momentan. Der dunkle Turm sollte mal auf jeden Fall zwei Stockwerke haben. Und dann können wir hier. Guck mal, jetzt ist zum Beispiel dunkel. Da würde ich dann eher das hier anziehen, weißt du? Nee. So will ich es ja nicht, weißt du? Hier. So. Sieht auch gut aus. Alles klar. Alles klärle. Au, Dings, siehst du, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich habe ja noch Stromquarz besorgt, Leute. Den habe ich aber schon eingeräumt. Da machen wir uns jetzt gleich noch die blauen Steine für den Boden. Mal gespannt, wie viel da noch fehlen. Das ist zeitaufwendig. Lecco mio. Hier habe ich meine Stoffe drin, genau. Ich muss jetzt halt mir noch irgendwann merken, wo ich was habe, ne? Das wird noch eine Herausforderung. Und irgendwo hatte ich auch noch einen blauen Stein übrig. Hier ist Holz drin, drunter ist auch Holz. Hier müsste dann Stein sein und drunter die gebauten Steine. Hier sind noch welche. Super. Alles klar. Haben wir ein klein wenig Ordnung? Ist normalerweise so nicht so meins, Ordnung halten in so einem Ding. Wo sind jetzt die blauen Blöcke? Ich glaube fast, da muss ich woanders hin, ne? War das am Altar? Genau, es war am Altar. Hier. Die Blöcke brauchen wir. Wie viel können wir machen? 20 Stück. Sehr schön. 16 Stromquarz, weißt du? Das ist halt schon ein Haufen Matz, die man da braucht. Die anderen räume ich gleich wieder weg. War das hier? Jo, auf Anhieb gefunden, Roger. Und gleich eingesortiert. Super. Alles klar, dann gehen wir jetzt zum dunklen Turm. Und dann gehen wir zum Event. Ich hoffe, das sind nicht wieder so viele wie gestern. So, Dele, auf geht's. Saus rüber, wenn du fliegen könntest mit dem Kostüm, wäre super. Mrs. Hummel. Wie siehst denn du aus in dem Licht, wenn ich dich da drunter stelle als Hummel? Ne, 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 ne. Und der Stachel halt in der Hand, ne? Alles klar. So. Ach Gott, ja, ich hab's schon vergessen. Wir haben ja hier jetzt festgelegt, dass wir eine Goldtreppe bauen. Oh mein Gott. Da werden wir einen Haufen Gold noch brauchen. Ja, guck mal, wie wenig Boden da drin ist. Jetzt sind es wieder bloß 25 Blöcke. Da muss ich mal echt eine ganze Welt bearbeiten, eine Stunde, bis ich genug Stromquarze habe, ne? Aber egal. Stück für Stück sage ich immer. Sage ich immer. Das wird auch, ne? Wenn man immer ein Stück macht, kommt man auch weiter. Jeden Tag einen Block, dann bist du auch wahrscheinlich in 100 Tagen fertig. So, das war's schon wieder. Ey, bin mal gespannt, wann der Boden drin liegt, ne? Hammer. So, wie geht's weiter? Ich zieh mal die Sachen hier runter. Dieses brauchen wir auf jeden Fall gleich. Und ich würde sagen, eins von dem. So, und jetzt gehen wir mal hoch. Oder hätte ich das. Ah, Gold haben wir ja noch. Gold haben wir noch. Brauchen wir jetzt auch gleich für die Treppe. Ja, wenn man es hat, ne? Wir müssen natürlich mit Gold bauen. Oh, Lego Mio, da müssen wir auch noch außen rum. Egal, dann gehen wir außen rum. Da-da-dam, drei Stück. Wieso mache ich es nicht zwei breit? Würde ich mir einen Haufen Gold sparen, ne? Aber wir sind ja nicht zum Sparen hier. Wir sind nicht zum Sparen hier. Das soll pompös wirken. So, und hier mache ich es aber anders wie in dem Turm, habe ich gesagt. Hier gehe ich auf jeder Seite hoch, ne? Und wir brauchen noch einen Boden drin. Das heißt, es wird hier allgemein auch höher. Pass mal auf, machen wir erstmal die Höhe. Zeichnen wir mal die Höhe an. Männer und Frauen. Also, hier kommt der Boden hin. Dann ist das Block 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, Bobbes, ne? Kurzer Moment. Jetzt muss ich es wieder abzählen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich war. Vor allem weiß ich schon gar nicht mehr, wie es unten war. Sorry, Leute. Das gehört halt in meine Baufolgen mit rein, dass ich es überhaupt nicht blick. So, ich will es natürlich so haben wie hier. Die Räume sollen alle gleich hoch sein. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich es mir doch gemerkt. So, jetzt will ich natürlich aber oben noch eine andere Farbe an Bodenstein reinlegen. Und da wir eine Decke aus Obsidian haben, müssen wir hier natürlich einen Block aufrechnen. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Puh, hier ist der Boden. Jetzt gehen wir ganz hoch, sonst verpassen wir es wieder. Hier ist der Boden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt noch einer drauf. Da gibt es dann die Decke. Hier wird die Decke hingebaut. Alles klar, jetzt können wir mit Gold auffüllen hier. Oh, Lego Mio, brauchen wir dann einen Haufen Matz? Brauchen wir dann einen Haufen Matz, Leute? Wieso sagt keiner was? So wird die Geschichte hier sein. Und dann wird das da zugemacht. So. Alles klar. Haben wir das jetzt, Bobbesle? Hast du es im Griff?
Als Hummel ist sie einfach performant, ne? Da macht sie so richtige Zahlen. Da schreibt sie Zahlen, unser Bobbesle. So, komm hier Haus. Nee, guck mal, zu wenig Gold, ne? Echt zu wenig Gold, Leute. Alter Schwede. Egal. Egal. Das wird schon. Die ganze Welt, die ich da abbauen will, die hat noch so viel Gold im Vorlager, im Vorrat. Bam. Bin ich jetzt erschrocken? Bin ich jetzt erschrocken? Bobbesle, mach langsam, Alter, ich will dich nicht verlieren. So, jetzt müssen wir das hier zusammenfügen. Alles klärle. Alles klärle, sagt der Wautschämmer. So, zieh das rein. Dann haben wir die Geschichte hier. Nicht so in die Richtung. So, langt es hier noch? Das wäre super, wenn das jetzt hier auch noch reichen würde. Das wäre absolute Klasse. Stopp. Genau. Ha, genau abmessen. Du wirst noch ein Bauunternehmer, Bovisle. So, hier haben wir die Geschichte hier. Die anderen zwei verholzen wir dann hier noch. Fehlen nämlich auch noch welche. Halt, brauche ich schon wieder Gold, Leute. Brauche ich schon wieder Gold. Aber so haben wir auf jeden Fall immer Abwechslung. Wenn mir das Material nämlich ausgeht, dann bauen wir nicht nur, sondern gehen auch on Tour, ne? Und heute habe ich auf jeden Fall vor, die Portale noch zu öffnen. Den Boss würde ich gerne einfach, egal welches Level wir haben, nächstes Mal probieren, ne? Mit der nächsten Folge machen wir einfach den dritten Boss. Den werden wir schon platt kriegen mit dem Hummelkostüm. Was soll uns da noch passieren? Was soll uns da noch passieren? Hat jemand von euch eine Ahnung, ob es noch ein Kostüm gibt, neben dem Hasenkostüm und dem Hummelkostüm? Ich habe das gar nicht so richtig im Auge gehabt immer. Ich wusste nur, das Ding gibt's, aber nicht wo. Und Blackie the Sheep hat sich da informiert und hat uns das ja mitgeteilt in den Kommentaren, dass man das Hummelkostüm in der ersten Welt bekommt. Deswegen, Kostüme sammeln, nicht schlecht. Ah ja, und übrigens beim letzten Event, da habe ich ja dann doch noch fertig gemacht. Ihr erinnert euch, letzte Folge, wo so viele Mobs waren. Da habe ich hier noch was bekommen. Schaut mal, das ist da noch gedroppt bei denen. Dieser Hut, diese Papiertüte. Und dieser Obsthut ist gedroppt, ne? Bei diesen Mobs. Die haben die Rezepte fallen lassen. Von der letzten Folge des Events, das wir da gemacht haben. So, wie viel Zeit haben wir? Ja, wir haben noch super Zeit. Das überlege ich gerade. Gehen wir erstmal zum Event geschwind durch. Guck dir das an, aber wir brauchen unbedingt den Boden für hier. Ich weiß noch nicht, welche Farbe wir nehmen. Da muss ich jetzt einen Haufen Kristalle farmen und so. Hast du dich wieder versetzt, Bob? Mitten rein, guck mal. Aber der ist fast mittig. Bin ja stolz auf dich. Aber der gehört da nicht hin, Alterle. Alterle. So, alles klar, machen wir beim nächsten Mal weiter oder hauen wir das jetzt hier noch rein? Die hauen wir jetzt noch rein, Leute. Kommt schon, machen muss ich es ja sowieso irgendwann. Wenn wir das jetzt zusammen machen, habe ich später mehr Zeit zum Farmen. Dann kann ich beim nächsten Mal, ich will jetzt auch mit dem Beton unten in der Mitte des Gebäudes mal machen, dass wir das erste Zimmer mal einrichten können. So, dreh dich mal rüber, genau. Ja, ja, die 29 Blöcke, die sind ja gleichgesetzt. Obsidian haben wir noch ein ganzes Lagerle voll. Guck mal, schon wieder versetzt. Alter Schwede. Was habe ich da als für einen Knicks in der Optik? Wobei, ich verbaue mich ja nicht. Das macht ja sie, weißt du? Jetzt ist fertig. Einen kannst du noch, wenn du den Krumm da wieder abbaust, den du hingesetzt hast. Super. Bin mal gespannt, was mir hier noch einfallen wird. Nee, das hat sie... Wo ist denn jetzt der Block? Hier. So, das ist klar. Das ist auch klar. Das können wir dann später einräumen. Die brauche ich. Das kann in der Müll. Das kann eigentlich auch der Müll, so leid man es tut. Ich brauche es nicht doppelt. Das kann wieder runter, den heben wir auf. Hier, 24 Stück sind rausgekommen beim Abbauen und hier liegt noch eins. Das bedeutet, Leute, erstmal kurz zu den Ork-Brüdern durchreisen. Oh, und ich glaube, ein Level-Up hatten wir. Muss gleich mal nach den Skillpunkten schauen. Vergesse ich immer. Vergesse ich immer. Ich glaube, bei meiner ersten Runde habe ich es, glaube ich, mal über 10 Level vergessen zu setzen. Und habe mich noch gewundert, dass es so schwer ist, weißt du? Im Irrlichtmorass. 10 feurige Grunzer und 10 Grunzer. Hey, ist ja kein Problem. Ist kein Problem. Bobbesle macht das in ihrem neuen Kostüm. Hier, guck mal, wir sind fast 25. Das heißt, wir kriegen nochmal Talente. Ne, ich hab's genommen. Hab's schon erledigt. Alles klar. Das ist ein Riesenorg. Alter! Mr. Grunzer! Huah! Na, na. Jo, geh doch gerade noch in Deckung. Alter, sind die bunt angemalt. Wieso habe ich die noch nie gesehen? Schlag ihn zurück. Weiche, weiche. Wie sie halt reinholzt. Weißt du, wie sie halt reinholzt ohne Verluste? Den Hammer. Au. Du Stück. Wir haben das Talent ausgewählt, dass wir... Ah, sind wir mal ausgewichen, Bobbes. Seit sie das Hummelskostüm hat, ne? Weicht sie nicht mehr aus. Ist sie vorher schon nicht. Ihr habt recht. Oh, guck mal, da kommt schon der Nächste. Alter Schwede, machst du einen Lärm. Feuriger Grunzer. Den haben wir jetzt aber tot, guck mal. Und der andere ließ sich jetzt überhaupt nicht beeindrucken. So. Schlag ihn zurück, weiche! Ist das schön? Ich liebe das ja, das Reinhauen hier. So.
Hast du eine Feuerwalze vor dir hergeschickt, Tobi? Jetzt hat er sich gerade mit irgendwas gebufft. Ich hab's gesehen. Guck mal, wie jetzt die Herzen wechseln. So, da haben wir aber wieder Herzen. Droppt da eigentlich irgendwas Cooles bei denen? Boah, das ist wieder so eine langwierige Geschichte. Ich glaube, wir machen lieber Portale auf. Ich mag diese Tötquests schon, aber nur gelegentlich. Im Moment würde ich euch lieber so ein bisschen was zeigen noch. Beziehungsweise halt was erleben, was Neues. Als 10 Mobs zu töten von dem und 10 von dem. Aber zwischendrin sind diese Quests chillig. Finde ich gar nicht schlecht, weißt du? So. Wow, Bobbesle. Seit du das Hummelkostüm hast, bist du agil. So agil. Den Hammer, den Hammer. Jetzt mach erstmal, loot mal. Golderz ist dabei. Roher grüner Smaragd war drin. Rote Portalsteinfragmente, aber da haben wir auch schon so viele jetzt mittlerweile. Ich brauche wieder eine langsame Waffe, Leute. Mir ist es doch ein bisschen lieber, wenn ich hohe Grits mache, als schnelle Schläge. Ich weiß, dass die mehr Damage macht hier, also mehr Schaden pro Sekunde, aber das ist mir egal. Ich will fette, große Grits. Hallo, Grunzer! Mr. Grunzer! Wie viel sind wir jetzt? 3 und 2, also 5 Hammer von 20. Boah. Nee, wir gehen gleich Portale öffnen. Wir gehen Portale öffnen, dann hoffe ich lieber noch in den Dungeon. Haha, wir haben dich ausgetrickst. Hat er ein breites Kreuz? Wie ist Bobbesle so breit? So, Grunzer, tschüss. Die können wir ja später fertig machen. Weißt du, die Quest? Mache ich sie später wieder fertig. Vielleicht droppen die auch noch ein Rezept. Hier habe ich eine Spinne gesehen. Hi, Hayabusale! So, tschüss. Und das nehmen wir auch noch mit. Jo, komm, wir machen Portale auf, dann haben wir auf jeden Fall das nächste Mal die Boss-Möglichkeit. Ich hole noch die 25er Talente, dann machen wir den Boss hier, ne? So, pass auf. Hier sind noch 2 Portale, die wir öffnen müssen. Beim Auslieger, da gehen wir jetzt noch hin. Dann haben wir wieder alles drin gehabt. Eine Kleinigkeit zu Kostümen, bisschen bauen, ein Stück vom Event, aber nur ein kleines. Ja, man muss immer das machen, was man Bock hat, dafür ist ein Spiel, ne? So, pass auf. Da hinten ist ein Portal, das schnappen wir uns. Wir müssen nur gucken, dass wir nirgends runterstürzen. Ei, warte mal, was ich auch noch kurz gucken wollte. Welche Steine sind das hier? Anathosit-Block, den brauche ich zum Aufwerten. Ne? Wir müssen jetzt noch eine Stationsstufe aufwerten, Leute. Beispielsweise, was ist denn das da? Hier, ne, die Werkbank. Da brauchen wir Titanbarren und ich glaube für den Amboss, für den großen brauchen wir... Nein, für den Schmelzer brauchen wir diese Blöcke hier. 40 oder 80 Stück. Ich glaube, 80 waren es. Ich nehme schon mal ein paar mit. Ja, machen wir gerade noch ein bisschen. Weil das ist schon ein Wort, 80 so Blöcke hier abzutragen, weißt du? Gut, macht man normalerweise auch nicht mit dem Werkzeug-Voucher. Aber ich finde, es geht immer schneller, weil er halt bis zu 4 Blöcke runterhauen kann. So, komm, machen wir dein Werkzeug wieder ganz hier. So. Habe ich die jetzt, dass ich es nachher schauen kann? Anathos sieht genau. Ich glaube, 80 Stück brauchen wir für die höchste Ausbaustufe. Muss ich nochmal gucken. Ey, guck mal! Trophäe eines großen Grunzers habe ich gar nicht gesehen, dass die gedroppt ist. Die baut man natürlich daheim auf, ist klar. Ei, die habe ich gar nicht gesehen. Super, muss ich mir gleich mal hier reinlegen, kurz. Die will ich natürlich kurz angucken. Die habe ich nämlich noch nie gehabt. Guck mal. Zieh dir es rein! Ei, die ist gut. Da freue ich mich aber. Da freue ich mich aber. Dann haben wir jetzt schon 4 Stück. Ich habe nämlich noch eine gefunden bei der letzten. Ja, guck mal, jetzt geht's los. Da liegt nämlich auch Titan drin. Ja, aber jetzt machen wir das hier fertig. Jetzt machen wir das fertig, komm. La 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 la. Und was erwartet uns für eine Welt? Wird es eine Mondwelt sein wie diese? Die große Grunze habe ich jetzt gelesen. Die große Grunze. Was stand denn da? Grenze, ne? Die große Grenze. Wir sind jetzt bald beim Boss. Und dann müssen wir natürlich Energiekristalle sammeln, dass wir zumindest mal die Made als Frostversion uns beschwören irgendwann. Aber wir brauchen dann eh einen Haufen Zeug, ne? Für die neueste Rüstung und so. Das kommt ja jetzt alles noch auf uns zu. Da hinten steht einer. Ah, hier sind diese Idioten-Mobs, die ich nicht platt gekriegt habe das letzte Mal. Rigolf, der Alchemist. Ich habe den besten Preis. Du, Rigolf, wir kriegen gerade hier ziemlich böse auf die Schnuffel. Sag mal... Wir hatten uns da jetzt Weg, mach du? Sternengucker. Alter, wieso machst du mir so einen Scheiß mit mir, wenn ich da am Einkaufen bin? Guck mal, wie schön der leuchtet. Alter, machen die jetzt mittlerweile Damage. Roher Mondopal. Opal. Ein Opal. Jetzt zeig mal, was hast denn du?
Starker Heiltrank, ne? Hier, da kommt's jetzt. Hier können wir jetzt Heiltränke kaufen. Was kann man hier noch holen? Die Heiltränke eigentlich nur. Ja, aber ist gut zu wissen. Dann brauche ich keine Heiltränke mehr herstellen. Dann holen wir uns gerade bei dem, wenn wir was brauchen, weißt du? Hier, du kannst das Ei haben. Schon mal ein bisschen. Und die Bomben kannst du eigentlich auch haben, wenn ich schon da bin. Stein nehme ich mit. Erde nehme ich mit. Seide kannst du haben. Braucht man nicht. Meine Hummelmaske kriegst du nicht. Brauchst gar nicht so drauf gieren, Alter. So, was wollte ich denn jetzt hier noch? Gucken, wie viel Portale es hat. Ah ja, und ich wollte euch kurz fragen, wie ich den Mob da hinten machen kann als Krieger. Brauche ich da jetzt tatsächlich Zaubersprüche? Alter, wo läuft denn der drauf rum? Siehst du? Dieses Viech habe ich noch nie platt gekriegt. Ja, das weiß ich, dass du Schaden machst wie Sau. Oh. Nein! Ja, siehst du, bis ich jetzt hier gedrückt habe. Prozentual, ne? Geht ein Haufen Geld flöten, aber wir haben auch so viel mittlerweile. Wie kriege ich denn jetzt so ein Typi-Blatt? Ich muss nochmal probieren, ob was geändert wurde. Weil das letzte Mal war ich mit meinem Jägerle, mit meinem Waldläuferle unterwegs. Und da habe ich die nicht platt gekriegt. Jetzt guck mal hier genau, dass du nicht wieder runterfliegst, Mäusle. Nimm dir mal ein bisschen Erde. Ich will da jetzt einfach mal gucken, ob man die mittlerweile schlagen kann. So. Wenn nicht, müssen wir uns einen Zauberspruch oder was. Alter, was ist denn das hier für eine Geschichte hier? Das ist ja... So. Den kriege ich, ja, das ist klar. Aber der andere, der zaubert doch so komisch. Und die habe ich nie platt gekriegt. Also die lagen dann immer so benebelt rum. Probieren wir jetzt nochmal. Weißt du, die kann man so K.O. schlagen, aber getötet habe ich die nie. So. Ja, hör auf, mir weh zu machen, Alter. Jetzt bin ich mal gespannt. Siehst du, so liegt er jetzt rum. Und jetzt weiß ich nicht, wie das weitergehen soll. Der steht nämlich wieder auf. Kann ich ihn abbauen? Nö. Siehst du, jetzt ist er wieder da. Und wieder mit voller Energie, der Blöde. Also betäuben ist okay. Aber töten muss man die doch auch hin, oder? Oh, Alter, der ist... Ich bin... Bob ist rennen. Zack, nicht geguckt wieder, Voucher. Ja, ja, lass mich in Ruhe, Alter. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Rumstehtalent wird aktiviert. Okay, Leute. Jetzt haben wir... Die zwei Portale noch. Es sind auch mehr Portale noch offen, wie hier angezeigt werden. Ich denke mal, das sind die Event-Portale, die noch irgendwann kommen müssen. Was wir auf jeden Fall machen können, ist dieses hier. Das können wir aufmachen noch. Und das Boss-Portal. Das machen wir jetzt auch. Jetzt springen wir mal hier hin. Dann haben wir alle Portale offen. Dann machen wir den Boss. Dann machen wir die zwei Portale nach dem Boss. Also jetzt rein Adventure-mäßig gesehen mal. Wir bauen natürlich weiter. Wir bauen auch die Tools aus und alles. Adventure-mäßig, die Sachen machen wir auf jeden Fall. Oh, wir sind schon wieder fast fertig. So, Bobesle, hol da gleich mal deinen Kompass raus. Den Boss machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Da werden wir dann auch das Portal öffnen. Steine dafür haben wir. So, grün geht in die Richtung. Da müssen wir auch lang. Mach aber langsam, Mäusle, weil du siehst hier nämlich nicht, wo die Lücken sind, weißt du? Ah, hier klebt überall Titan. Da hinten ist das Portal. Soweit schon mal gut. Jetzt nur nicht runterfliegen. Ha, ich habe eine Made gehört. Eine Weltraummade. Eine Weltraummade. Zuck. Ey, wir steigen auch noch bald. Also das harmoniert. Mal gucken, ob wir den mit 25 Blatt kriegen. Das haben wir schon mal gesehen, das Teil da unten. Wisst ihr das noch? D-Moll-Resonanzkristall. Du berührst den Kristall und kannst für einen Moment die Sprache der Monster um dich herum verstehen. Alles klar. Da waren aber keine Monster. Guck mal hier, versteckt sich ja einer. Hallöle. Machen wir gleich mal weg, sonst finde ich den nämlich nie mehr wieder. Hallo. Was geht? Santon der Geologe. Tschüss. Hallo. Hat sich gelohnt, mit dir zu sprechen, Diggerle. Wahrscheinlich muss man den ein paar Mal ansprechen. So, letztes offizielles Portal vorm dritten Boss. Dann kommt nur noch das Bossportal und die danach. Was wir auch machen können, sind dann die Werkbänke nachsetzen. Sternenspitzen. Okay, Leute, 24 Minuten sehe ich gerade. Dann sind wir schon wieder an einem guten Punkt. Machen wir beim nächsten Mal gerade wieder so eine Folge. Und, machen den Boss, beim nächsten Mal machen wir den Boss. Wir machen auf jeden Fall einen Try. Zur Not farme ich uns dann auf Level 30 hoch, ne? Aber ich habe das Gefühl, das geht auch so. Hier ist auch ein kleines Dungeon. Gibt's hier ein Portal, oder? Ne, hier ist Portal Free, da müssen wir hier noch hin. Ne, müssen wir jetzt nicht. Machen wir beim nächsten Mal. Machen wir das Bossportal. Ich würde fast sagen, damit ich unsere Ambossing-Geschichten aufwerten kann, müssen wir ja Titanbarren herstellen. Und das können wir nur, wenn ich den Schmelzofen aufwerte. Deswegen grabe ich jetzt hier die Blöcke ab, die wir dafür brauchen. Dann können wir das beim nächsten Mal nämlich auch noch aufwerten, weißt du? Dann schreibe ich wieder auf die Liste, was wir alles brauchen. Und dann sind wir eigentlich an einem guten Punkt Richtung Endgame vorzudringen langsam.
was das Adventure-Zeug angeht und die Bosse und die Ausrüstungssachen und so, ne? Was ist denn da hinten? Ah, da kann man reinschauen, deswegen. Ich dachte gerade, von hier hat das aussehen wie ein rotes Portal. So, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter, so 10 Minuten gebe ich mir noch. Und dann sehen wir uns wieder am Montag, ne? Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende, genießt den Samstag noch und vor allem auch den morgigen freien Tag, wenn ihr einen habt. Bis dann.